Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Faunus V2 im Chirigion Simulator 2012. Heute geht's weiter um Modding Teams, beziehungsweise heute werden wir mal den Fokus aufs Alpine 3D Design Modding Team, aka Alice Brandy Modding, werfen. Und vor nicht allzu langer Zeit, nämlich am 21.07.2017, haben sie einen Teaser hochgeladen, nämlich Enjoy the Revolution. Wir sehen in diesem Teaser, ich mache ihn mal gerade mir selber rein, damit ich sehen kann. Also zuerst sehen wir mal das Logo von Alpine 3D Design. Dann langsam, wie wir von einer Kabine wegzoomen, und wir sehen dabei hier die Symphony-Kabine fertig texturiert, und wir sehen auch das Logo der neuen Map, beziehungsweise vermutlich der Name der neuen Map, nämlich Brunnen, beziehungsweise Brunnenbergbahn. Und ja, das wird schon ganz interessant. Also, ich weiß nicht mehr so ganz, wie das da abging, aber ich glaube, Brunnen wird so eine mittelgroße Map. Und was wir auch noch in dem Teaser sehen können, wenn man sich dreht, beziehungsweise die Kamera fährt durch eine schon komplett fertiggestellte 3S-Bahnstütze durch, von der Firma Leitner. Und das ist doch mal was Gutes. Also wirklich wunderschön, finde ich, sehr gut gelungen. Und ich hoffe, dass noch bei der Kabine die glänzenden Texturen verwendet werden. Ihr wisst, die so leicht spiegeln. Die sind mega geil. Und für einen ganz kleinen Ausschnitt, beziehungsweise man kann es im Hintergrund erkennen, wird die Station gezeigt. Es ist eine Station, wie im Stubai installiert wurde. Also wie die Eisgratbahn in Stubai. Die 3S-Eisgrat. Genau gleich. Und so geht es da ab, und wir können jetzt mal hier auf die Facebook-Seite gehen. Das ist immer ganz praktisch, wenn ihr so auch nebenbei so die Facebook-Seite auf habt, weil das ist ganz praktisch ist. So. Weil Baum. Dann könnt ihr nämlich auch so ein bisschen sehen, über was ich überhaupt rede. Und ja, worauf ich kurz mal hinweisen soll, ich bin ja auch lustigerweise Mitglied, aber ich mache gerade im Moment nichts beim Alpine 3D Design. Also Mitglied beim MNT, was jetzt beim Alpine 3D Design dabei ist. Das Alpine 3D Design hat jetzt einen Instagram-Account, folgt dem mal, weil ja, Baum. Hier haben wir dann noch einen weiteren Lift, nämlich hier der Facebook-Post. Ich lese ihn mal vor. Vielleicht nicht ganz so modern wie die neue Mittelstation vom Austrian Modding Team, aber mindestens genauso spannend. Unser neuer Gerak-Lift auf unserer Map Brunnen. Nach vielen Stunden Arbeit konnte unser Chef, der Thomas. Thomas macht richtig geile Modelle, also muss man echt sagen. Er hat so einen ziemlich geilen Talstation von so einem Gerak-2-Sessel-Lift gemacht. So kann ich das nicht. Und der Einstieg, der befindet sich in so einer Kurve. Also vielleicht, wenn jemand, war jemand schon mal von euch am Sonnenkopf? Da gibt es die untere Sektion von den beiden Zweiersesselbahnen, die hat so einen Einstieg. Da geht, das ist quasi wie so ein Steg, der um so eine Kurve geht und die so um die Piste rum. Über die Piste drüber, genau. Die Station ist dann so auf so Stelzen und so in etwa halt bloß, dass die Station auf ein Fundament ist und der Weg so halt auf so einem Stützen. Also man kann sagen, die Talstation ist ziemlich in Fels reingebaut. Also wird in den Fels reingebaut, ja. Dann haben wir noch natürlich incoming den Everest. Wunderschönes Fahrzeug. Ich weiß gar nicht, ob wir hier eigentlich. Oh, fuck.
Aber hier eigentlich. Genau. Wir haben eine Achtersesselbahn in Brunnen von Doppelmayr oder Leitner. Sieht nach. Go fuck. Ich muss aufpassen, dass ich nichts Falsches sag. Ich muss mal hinzoomen und gucken. Also für mich wird es jetzt eher nach Doppelmayr aussehen, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung. Und hier. Genau, wir haben noch ein weiteres Announcement. Also zu der Achtersesselbahn. Ja, wir sehen, es ist ein relativ großes Skigebiet mit viel Kapazität. Man kann so ein bisschen mit Kitzbühel, also von Anlagen her, ja, obwohl mit Kitzbühel, dazu kenne ich mich jetzt zu wenig in Kitzbühel aus, aber M3S, 8er-Sesselbahn, 10er-Gondelbahn haben in Kitzbühel, weiß ich nicht. Aber wir sehen hier dann nochmal hier eine 10er-Gondelbahn. Ein Bild von der Trasse mit Cavatec C10 Kabinen, die auch meines Erachtens auf der neuen, in Anführungszeichen, neuen Hochwürzenbahn auf der Planei Hochwürzen verbaut worden sind. Wenn ich mich jetzt da nicht ganz irre. Und ja, eigentlich ganz geil. Hier brunnendes Design, so ein bisschen wie es hier ein Kumpel von mir geschrieben hat, so Cappuccino braun. Aber auch rot wird dabei sein, also ziemlich gespannt. Hier auf die Frage, ob eine SBSE-Steuerung dabei sein wird, hat das Alpine 3D Design geantwortet, ist noch ungewiss und ja. Ui. Weil am Anfang war dieses hier B2 Unique. Hier mit einer. mit einer. Cavatec. Ultra oder was das ist. Und hier haben sie noch so einen Teaser hochgeladen, aber ich weiß nicht mehr, ob es jetzt von Bachel war oder. Oh Gott, Alter. Müssen direkt gucken. Ich glaube, damit hatten sie nämlich angefangen. Und ist es halt, glaube ich, ein bisschen eskaliert. Ja, okay, auf dem Teaser kann man nicht wirklich viel sehen, weil auch da zu dem Zeitpunkt nicht viel da war. Und ja, also ob das jetzt hieß die Bachel oder ich weiß gar nicht mehr, früher Bachel, irgendwas war doch damit. Oder war es Brunnen? Ach, keine Ahnung. Noch vielleicht, falls jemand geraged ist wegen letzte Folge und es gerade sieht, weil ich so ein bisschen Kritik an AMT ausgibt habe. Also, AMT und jetzt sagt ja, warum spielst du AMT-Map? Warum spielst du AMT-Mod? Also, von der Modding-technischen Ebene, AMT. Echt, echt, erste Sahne, wirklich. Also, ich würde sagen, es ist das beste Modding-Team im SS von den zwei, die es gibt. Und, aber von der Mentalität her und, ja, was heißt, vor allem vom Verhalten gegenüber anderen Modding-Teams, ist es echt unter aller Sau. Und, ja. Nur so. Notiz am Rande. Und
Ja, jetzt kommen hier eigentlich nur noch die Posts über die Sessel werden, aber ich glaube, es wird eine gute Map. Also ziemlich groß, denke ich, und ich denke auch, dass wir mit Bissle Frank, ich habe zwar noch nicht Brandy gefragt, aber ich gehe mal stark davon aus, also wenn mir jetzt Nick die neueste in Anführungszeichen Version von Karik geschickt hat, dass wir da dann loslegen können. Und dann halt hier Gas geben können, dass wir dann halt auch da eine 3S reinbauen könnten. Das wäre eigentlich ganz geil. Weil Zweiersessel bauen, je nachdem. Vielleicht könnten wir auch FBMs übernehmen, weil ich bin so Gottament im FBM modellieren. Das gleiche gilt auch für die FBM für die sechste Sesselbahn, den ihr vielleicht gesehen habt. Also der sah ja mega hässlich aus. Und daran müssen wir definitiv weiterarbeiten. Ich muss mal gucken, denjenigen auftreiben. Ich weiß jetzt zwar gerade im Moment nicht mehr, wer es war, der die Talstation für die Unibahn gebaut hat. Kavatec-Gondeln war ja auch unser Plan, da mit rein. Vielleicht sind da noch welche von der B2 unique. Also wir werden ganz schön viel polen müssen, aber dafür wird es eine geile Map. Das ist eine richtig geile Map. Kann ich schon mal versprechen. So, jetzt weiß ich, woher die Kavatec-Gondeln sind. Die sind ja noch vom Golden Chat von der Planei. Wenn das euch was sagt. Und oh, jetzt haben wir eigentlich in den letzten Folgen ziemlich gut was präpariert hier. Das passt eigentlich schon. Aber wir haben noch ein bisschen was vor uns. Da unten ist die Talstation irgendwo. Müssen wir schauen hier. Ob wir das überhaupt noch fertig kriegen. Ich glaube nicht. Lol. Einfach mal Sound weg. Alles klar. Irgendwas hat mir jetzt gerade den Sound geklaut. Ach so. Biggest Facepalm ever. Natürlich. Wenn man natürlich auf Enter kommt und aus Versehen den Motor ausschaltet und sonst kein Game Sound hat, ist es natürlich klar. What the fuck? Eieiei. Ihr seht, es ist Dienstagmorgen. Ich nehme immer morgens auf, weil da noch nicht so viel Scheiße in meinem Kopf drin ist, deshalb. Und ja. Das ist ja schon mal was, ne? Und jetzt werde ich mich nachher hinhocken und dann noch anfangen, eine Zweiersesselbahn zu modellieren, beziehungsweise die Stützen. Irgendwie und dann. Oh Gott. Ups. Ich glaube, ich muss mir hier mal Unterstützung holen. Ich glaube, alleine packe ich das nicht ganz. Ich brauche hier mal Leute, mit denen ich aufnehmen kann. Aber Tom ist gerade im Urlaub. Und beste 180 Grad Drehung. Definitiv. Und da werde ich mal schauen. Irgendwen werde ich mir das schon krallen können. So, und ich glaube, das war es jetzt auch mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Macht's.
Gut. Macht's besser. Und tschüss.